Hallo, ich bin Ulrich und es geht nochmal um die neuen alten Quälgeister, die private Krankenversicherung. Da gab es ja Teil 1 und Teil 2 und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich einen Teil 3 jetzt überhaupt mache. Das Ganze ist virulent im Moment, aber es passiert so viel, dass ich jetzt hier schon eine Excel-Tabelle im Hintergrund habe, weil allmählich wird es schwierig, da noch zu protokollieren, was eigentlich wann genau so passiert. Das letzte Video endete ja damit, dass die mir eine Rechnung geschickt hatten und Mahnungen geschickt hatten, aber an eine völlig veraltete Adresse, weil sie sich halt nach dem VU, nach dem Versäumnisurteil vom Amtsgericht in Borken, nie wieder bei mir meldeten. Woraufhin ich denen dann mal mitgeteilt habe, dass sie mal gefälligst ihre Daten abgleichen sollen, weil die Versicherungen machen hinter den Kulissen Datenabgleiche. Das teilen die einem auch offiziell mit und das muss man auch unterschreiben, dass man mit diesen Datenabgleichen einverstanden ist. So, und die Antwort auf dieses Schreiben war dann der Mahnbescheid. Damit endet ja das letzte Video. Daraufhin habe ich gegen den Mahnbescheid Widerspruch eingelegt. Daraufhin teilt mir der gegnerische Rechtsanwalt mit einem ganz normalen Brief, was soll das? Woraufhin. Dazu hatte ich ja schon Stellung bezogen in Teil 2. Das ist der gegnerische Rechtsanwalt. Das ist kein Mediator und das ist erst recht nicht mein Rechtsanwalt. Man darf mit dem nicht fernmündlich kommunizieren. Das ist ganz immens wichtig. Die drehen einem das Wort im Mund rum. Und ihr könnt nichts nachweisen. Ja? Also ich habe schon selbst in Callcentern im Outbound gearbeitet. Ich weiß, dass immer wieder Gespräche mitprotokolliert werden und dass da Tonbandaufzeichnungen laufen, egal ob ihr damit einverstanden seid oder nicht. Das wird trotzdem gemacht. Man kann es nur nicht verwerten. Nee, es nützt einem nichts, wenn man das aufnimmt. Das führt halt natürlich dazu, man darf mit denen nicht fernmündlich kommunizieren. Das ist ganz immens wichtig. Das ist der gegnerische Rechtsanwalt. So, heißt, ich habe dann zurückgeschrieben, sieh selbst zu, wie du fertig wirst, frag deinen Mandanten, der weiß, wo es drum geht. Daraufhin passierte eine Zeit lang nichts, also das sind ja ein paar Tage, momentan passiert ja wirklich so schnell da was, dass ich gar nicht mehr dazu komme, solche Videos überhaupt zu machen, geschweige denn irgendwas anderes, ich bin ja fast nur noch damit beschäftigt. Zu dem Punkt Kosten und Opportunitätskosten kommen wir dann im zweiten und im dritten Teil. Danach passierte wieder was Interessantes. Ich kriegte vom Amtsgericht Euskirchen eine Abgabenachricht an das Amtsgericht Ahaus, zugestellt hier in Hamburg. Ja. Wobei ich dann auch ziemlich ratlos dastand. Ich meine, gut, ich bin es gewohnt, dass ich die Zuständigkeit von Gerichten rügen muss. Ich wohne hier in Hamburg, das ist zwar eigentlich off-topic, auf so einer Postleitzahl, die gehört zu 99% zum Amtsgericht Schwarzenbeck. Und es gibt zwei Straßen, die zum Amtsgericht Bergedorf gehören. Und wenn man genau in so einer Straße wohnt, kriegt man öfter mal Post vom Amtsgericht Schwarzenbeck, die eigentlich in Bergedorf zugestellt werden müsste. Das ist was völlig Normales, aber dass ich Post von Ahaus hier in Hamburg kriege, das ist neu. Warum habe ich so viel mit Gerichten zu tun? Das ist einfach dieser Vorlauf von der ganzen Privatinsolvenz, dieses Leben in der Zahlungsunfähigkeit, was in meinem Fall der Privatinsolvenz vorwegging. Führt dazu, dass man halt viel mit Gerichten zu tun hat. Gut, daraufhin hatte ich dann so überlegt, und das habe ich mir nochmal vom Volljuristen auch bestätigen lassen, mach mal Folgendes, schick da mal eine Meldebescheinigung hin und schreib mal nach Ahaus, dass die doch eventuell mal überlegen sollen, ob sie dann überhaupt zuständig sind. Heißt, ich bin erstmal zum Einwohnermeldeamt gefahren, sag, ich brauche eine Meldebescheinigung, daraufhin sagt die, ich brauche 12 Euro. Gut, und dann habe ich die Meldebescheinigung, die Abgabenachricht kopiert, die Meldebescheinigung fünfmal kopiert. Dann musste ich die Abgabenachricht fünfmal kopieren, weil ich aus Ahaus hier noch keine Aktenzeichen habe. Und dann war ich so schlau, was heißt so schlau? Dann habe ich mir so gedacht, kopiere sofort nochmal deinen aktuellen Arbeitsvertrag, zumindest die erste Seite fünfmal. Und dann habe ich ein Anschreiben fertig gemacht, dass sie doch mal bitte überlegen sollen, ob das nicht sinnvoll ist, das Ganze hier in Hamburg zu führen, weil was die Prozesskostenhilfestelle, weil wo dazu sagt, wenn das in Aarhus geführt werden muss und ich da Reisekosten nach Aarhus habe ohne Ende. Ja. Gut, an dieser Stelle gibt es jetzt zwei Einlenkungen.
Zum einen fand ich so lustig, Prozesskostenhilfestelle, ein Wort. Da muss ich dann immer an mein Auslandssemester in Russland denken, wenn meine russischen Kollegen dann bei mir ein deutsches Wort entdeckten. Was, ein Wort, Adinslow? Man braucht die Donaudampfschifffahrtskapitänsgesellschaft gar nicht mehr zu bemühen. Wir haben genug für Wortungetüme wie Prozesskostenhilfestelle, ein Wort. Die Rechtschreibprüfung kennt das sogar. Oh, hat mich auch gewundert. So, das zweite ist, der eine oder andere wird sich fragen, Ahaus? Woher kenne ich Ahaus? Hm? Ich sage euch woher. Ist seit Jahrzehnten in Radio, Fernsehen und Zeitung mit folgender Schlagzeile: Die Castortransporte in die brennenden Elemente zwischen Lager Ahaus und Gorleben sollen wieder aufgenommen werden. Ja, daher kennt man Ahaus, hat man schon mal gehört, und wir stehen immer so ein bisschen im Schatten von Gorleben, weil, das hatte ich ja im letzten Video gesagt, das Letzte, was man sagt, bleibt im Kopf. Und diese Leute, die da anrufen, die einem das Wort im Mund rumdrehen, hatte ich ja so ein Gespräch, hatte es ja mit der AXA Colonia gegeben, die lernen ein Skript auswendig, was sie abspielen. Und in diesem Skript, da steckt diese ganze Theorie hinter, wie verkaufe ich Bausparverträge, wie verkaufe ich Lebensversicherungen. Das Letzte, was man sagt, bleibt im Kopf. Das heißt, dass man Bausparvertrag 6 Jahre ansparen muss, ein Jahr stehen lassen und dann in 10 Jahren wieder zurückbezahlen muss, das wird als am Anfang gesagt. Dass das also ein sehr unflexibles System ist, das müssen die einem mitteilen. Aber das machen sie am Anfang des Gespräches. Dass wir eine Solidargemeinschaft sind und dass die Bausparsumme aus der Solidargemeinschaft bezahlt wird, dass der Kredit von denen bezahlt wird, die gerade ansparen, das erzählt der Bausparvertreter und auch der Lebensversicherungsvertreter am Ende des Gespräches. Weil das bleibt im Gedächtnis. Das ist die ganze Psychologie, die dahinter steckt. Die spulen also ein auswendig gelerntes Skript ab. Darum macht es dazu auch noch keinen Sinn, mit denen zu reden. Also auch fernmündlich nicht. Darum sage ich, egal wie gut man Deutsch kann, gerade ich habe mit dem schriftlichen Deutsch so mein Problemchen, darum teile ich mich auch bei YouTube mit und nicht bei WordPress. Aber zum eigentlichen Thema. Nach dieser merkwürdigen Abgabenachricht von Aarhus passierte wieder was Spannendes. Die AXA Colonia teilt mir mit, dass sie ihre Kranken- und ihre Pflegepflichtversicherung, Wortungetüm, Pflegepflichtversicherung, ein Wort, Adinslow, gekündigt haben. Okay, da ist also Bewegung drin, denke ich. Sollte das jetzt doch das Ende dieser Playlist schon wieder sein? Daraufhin, wie gesagt, hatte ich dann, die kamen ziemlich schnell hintereinander, hatte ich dann nach Aarhus geschrieben, und ich hatte ja gerade schon gesagt, fünfmal kopieren. Warum fünfmal? Sind wieder so ein paar Tricks. Ich hatte ja auch gesagt, ein Mahnbescheid sind mehrere Seiten, die in einer ganz bestimmten sehr hohen Auflösung gedruckt werden müssen und die in einem C4-Umschlag ungeknickt ans Gericht geschickt werden müssen. Es gibt da ein paar Tricks, wie man das vereinfachen kann. Die möchte ich hier aber nicht sagen, weil es doch irgendwo ist es Pfennigfuchserei. Da kommen wir aber jetzt im Teil 2 gleich zu. Fünfmal kopiert man das in der Regel, zweimal kommt das in meine eigene Prozessakte, die steht hinter mir da oben. Und dreimal schickt man es ans Gericht. Davon schickt das Gericht zwei Ausfertigungen weiter an den gegnerischen Rechtsanwalt und der gibt eine Ausfertigung an seinen Mandanten. So ist das zumindest gedacht. Jetzt kann man ja eigentlich nur 3 Kopien machen. Da rate ich von ab, weil wenn das wirklich jetzt eskalieren sollte, ich habe wirklich hier mal beim Gericht gesessen und dann sagt der Richter, ist ja noch gar nicht entschieden. Ich kann euch nicht sagen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich entscheiden werde. Und wahrscheinlich werde ich Revision zulassen. Da denke ich, Scheiße. Warum? In der Revision brauche ich einen zugelassenen offiziellen Rechtsanwalt. Das kann ich als Naturpartei nicht mehr machen. Darf ich nicht. Können vielleicht, weiß ich nicht. Können auch nicht, würde ich sagen. Aber auf alle Fälle darf ich es als Naturpartei nicht. Selbst wenn ich entsprechend befähigt wäre, was ich nicht bin. Also ich würde mir kein Revisionsverfahren zutrauen. Darf ich es nicht. Ich brauche dazu einen offiziellen Rechtsanwalt und der kostet Geld. Und spätestens dann muss ich eine Kopie anfertigen, nachträglich noch. Also darum 5-mal kopieren, auch für sich selbst. Man hat ja selbst eigentlich die Originale. Muss man die kopieren? Ich persönlich habe ganz gerne eine vollständige Prozessakte. Ist alles Geschmackssache. Fakt ist, ihr müsst es auf jeden Fall 3-mal kopieren, jedes Dokument, und auch der Ausdruck muss mindestens 3-mal zum Gericht. Dann kam ja dieses Kündigungsschreiben von der AXA Colonia. Wir brauchen eine Bescheinigung nach Paragraph 5 bzw. 10 SGB 5, Sozialgesetzbuch 5. Ich also wieder ein Schreiben an die Barmer.
nach Wuppertal-Barmen geschickt. Das Ding habe ich dann fotokopiert und hinten dran. Schreibt mir mal bitte so eine Bescheinigung aus und schickt die entweder zu mir oder direkt zu AXA Colonia. Ich hatte so eine komische Nummer, ruf da an. Ja, meldet sich die Barmer. Ja, wir haben eine Anfrage von der AXA Colonia. Da haben die also über meinen Kopf hinweg mit meiner privaten. Jetzt haben sie wohl doch endlich den Datenabgleich gemacht. Wir sind also lernfähig. Ja, wenn die sich rechtzeitig gemeldet hätten, wäre das alles nicht passiert. Dann hätten sie auch die neue Adresse und die Gewerbeabmeldung. Und wenn sie diesen YouTube-Blog abonniert hätten, hätten sie auch einiges. Aber da haben die einfach die Prozedere nicht für in so einem Riesenunternehmen. Gut, was jetzt weiter passiert, weiß ich da ehrlich gesagt nicht. Ich nehme mal an, dass diese Bestätigung von der Barmer GEK aus Wuppertal, Barmen, jetzt mal hier eintrudelt irgendwann. Und dann werde ich die zu AXA Colonia schicken, also zum gegnerischen Rechtsanwalt schicken. Das heißt, da muss ich mir erst nochmal Kopf machen. Muss das eigentlich dahin? Dann übergehe ich ja das Gericht. Eigentlich muss das zum Gericht in diesem Stadium. Und zwar zu dem nach Ahaus. Ja, und dann kam, ein Schreiben vom Amtsgericht Ahaus, dass die das an den gegnerischen Rechtsanwalt abgegeben haben und dass die mit einer Fristsetzung von 10 Tagen um eine Antwort beten, ob das jetzt in Ahaus oder in Bergedorf verhandelt werden soll. Jetzt stehen die natürlich richtig unter Stress. Ne? Es ist zwar anzunehmen, die müssen jetzt davon ausgehen, dass mit 99%iger Sicherheit dieses Bestätigungsschreiben nach § 5 bis 110 SGB 5 kommt. Aber da ist halt so für die immer noch so ein Restfunke an Ungewissheit und da stehen sie jetzt selbst dermaßen unter Stress vom Ahaus, wobei das jetzt keine Frist ist, die im gelben Umschlag kommt. Das heißt, es hat keine Konsequenzen, wenn man da auch mal 12 Tage drauf wartet. Die Konsequenz kann dann sein, dass der Richter dann halt eine Entscheidung trifft, die mir oder auch der gegnerischen Seite unter Umständen nicht passt. Aber das hat die gegnerische Seite momentan in der Hand. Gut. Wie das da weitergeht, weiß ich momentan nicht. Ich gehe momentan davon aus, dass auch dieser neue alte Quellgas sich in Kürze in Luft auflöst. Dann wird es einen Teil 4 geben. Gut. Aber kann auch alles noch ganz anders kommen. Ich hatte schon ein Posting unter einem der Videos, er sei an dieser Stelle gegrüßt, dass er so einen Prozess geführt hat und verloren hat. Gut. Jetzt reden wir mal über Kosten. Es gibt zum einen die Kosten, die ich wirklich merke. Das sind die 12 Euro Kosten für die Meldebescheinigung. So, die sind ziemlich klar und ziemlich eindeutig. Und dann kommen der zweite Kostenblock, das sind die teuflischen Kosten, wie ich sie nenne. Weil man sie nicht direkt merkt. Ich habe Fotokopien zu machen. Das braucht Papier. Das braucht vor allen Dingen Druckertinte. Das braucht Briefumschläge. Das braucht Briefmarken. Diese Kosten sind teuflisch, weil ich ja erstmal Papier hier liegen habe. Tinte habe ich ist in der Druckerpatrone gespeichert. Briefmarken kauft man in so einem 10er-Mäppchen heutzutage. Ich zumindest. Briefumschläge kauft man auch in so einem 10er-Pack im Supermarkt. Kostet alles erstmal kein Geld. Wenn ich aber an der Supermarktkasse stehe und die Dame dann sagt, ich hätte gerne 60 Euro statt 30. Dann merke ich sehr wohl, dass ich jede Menge Fotokopien gemacht habe. Das sind die teuflischen Kosten, die ich als Privatperson so nicht umlegen kann, weil ich keinen Umlagefaktor habe. Hatte ich ja bei dem Thema, wie viel kostet ein Auto eigentlich wirklich gesagt. Man kann das zeitlich rechnen, man kann das auch kilometertechnisch rechnen. Aber wenn man sich einmal für eine Methode entschieden hat, muss man bei der Methode bleiben. Ich habe als Privatperson so ein Umlageverfahren nicht und diese teuflischen Kosten, Papier, Tinte, Briefumschläge, Briefmarken, die tun dann weh, wenn ich die letzte 70 Pfennig Briefmarke verbraucht habe und neue kaufen muss für 7 Euro. Wenn ich die letzte 1,45 Briefmarke verbraucht habe und neue kaufen muss für 14,50 Euro, dann tut das weh. Bis dahin merke ich diese Kosten nicht. So, kommen wir zum dritten Kostenblock. Das sind die Opportunitätskosten. Welchen Wert hat die Zeit, die ich beim Einwohnermeldeamt zubringe? Letztes Mal bei dem neuen alten Quellgas, die GEZ, war die Schlange bis draußen. Das spielt sich eher im Kopf ab, das ist Psychologie.
Ich habe natürlich auf die Uhr geguckt und es hat 10 Minuten gedauert, bis ich dann da drin war, also bis ich beim Sachbearbeiter war. Und er sagt, hier drucke ich, kostet 12 Euro. Gut. Dieses Mal musste ich nur hinfahren, keine Schlange, kein gar nichts. Ich konnte direkt bis zum Sachbearbeiter vormarschieren. Zeit ist es trotzdem. Hatte ich ja schon mal gesagt, ich kenne diese Argumente. Bei mir ist die Haspa gegenüber und ich wohne in der Wohnung über der Post. Das ist schön. Wer so argumentiert, hat irgendwas ganz Wesentliches nicht verstanden. Ist in diesem Video auch eigentlich verkehrt und kann eigentlich da unten auf Dislike klicken und weg. Jemand, der so argumentiert, argumentiert nur, dass er keine Opportunitätskosten hat oder dass die Opportunitätskosten sehr gering sind, weil ihm die Zeit nichts wert ist. Das sagt er damit. So, also ich muss immer wieder zur Post, ich muss immer wieder zum Briefkasten, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss immer wieder Fotokopien machen, ich muss die Briefe schreiben. Das sind ja keine, habe ich ja immer wieder gesagt, keinen Juristzugriff, also muss ich wirklich hier sitzen und die mir aus dem Daumen saugen und da vor einer letzten leeren DIN A4-Seite zu sitzen und da was draufschreiben. Das ist alles Zeit. Welchen Wert die Zeit hat? Leute, die sagen, die Haspa ist gegenüber, die Post ist nebenan, haben mit anderen Worten nur eine sehr geringe Vorstellung da oder haben nur eine sehr geringe Kostenvorstellung von der Zeit. Ich sag mir, ich würde die Zeit lieber anders nutzen, indem ich Videos mache, indem ich Videos schneide, indem ich pilgern gehe, indem ich den nächsten Urlaub vorbereite, indem ich, also ich weiß, was Sinnvolleres anzufangen, als mich mit diesen neuen alten Quälgeistern rumzuschlagen. So, und da kann man jetzt überlegen, wenn man davon ausgeht, dass die Opportunitätskosten sehr hoch sind, wie bei mir, ist das eine Racheaktion, weil die AXA Colonia weiß, ne? Und im Moment stehe ich dafür gerade, dass die Scheiße gebaut haben. Wenn die sich wieder bei mir gemeldet hätten, hätten die diverses gewusst. Spätestens, das ist ja meine Argumentation, die haben sich ja erst nach der Forderungsprüfung gemeldet. Entsprechendes Video in der Playlist an entsprechender Stelle. Spätestens da hätten sie schalten können, dass da jemand aus Ahaus in Hamburg, das kann nicht funktionieren, da hätten sie schalten müssen und das heißt, sprich, der Vorstandssprecher der AXA Colonia hat seinen Laden nicht im Griff. Und das haben wir gerade bei VW gesehen, das ist der, der haftet. Der auch mir gegenüber in allerletzter Konsequenz haftet, der Vorstandssprecher, niemand sonst. Dass der sich natürlich gegenüber irgendwelchen Psychologen, da mit irgendwelchen Psychologen, Psychiatern, da schützt, die einen dann auch anrufen und auf den Nerv gehen mit auswendig gelernten Skripten, weil sie auch nichts zu melden haben. Damit reitet er sich immer nur noch tiefer in die Scheiße. Aber offensichtlich scheint das zu funktionieren. Gut. So, je nachdem, das war das jetzt zusammenfassend. Einmal der Ablauf, was jetzt wie wo passierte. Momentan ist der Status, dass das offensichtlich recht schnell sich erledigen könnte. Ich hoffe es. Dann haben wir trotzdem Kosten, Kosten, Kosten. Einmal Kosten wie die Kosten vom Einwohnermeldeamt, die man wirklich merkt, aber auch sehr viele teuflische Kosten, die man nicht so direkt merkt. Und der dritte Block ist, sind die Opportunitätskosten, die bei mir exorbitant hoch sind, weil ich mit meiner Zeit was Besseres anzufangen weiß, als mich mit der GEZ, mit der AXA Colonia und den dritten, das wird die Firma O2 sein, habe ich hier schon wieder liegen. Den knöpfe ich mir dann vor, wird es auch entsprechende Videos zu geben, was anzufangen weiß. So, in diesem Sinne hoffe ich mal, dass es jetzt im Teil 4 angenehmer wird. Bis dahin, tschüss.